Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär, und wir werden uns heute einen richtig leckeren Schweinebauch machen. Das Ganze natürlich mit einer Mega-Kruste. Ob das was gibt oder nicht, das seht ihr jetzt. An Zutaten benötigen wir heute erstmal einen Schweinebauch, dann haben wir hier ein bisschen Senf, Salz brauchen wir und eine Gewürzmischung. Ich habe jetzt hier von Oberpfalz Barbecue die Schweinebraten-Gewürzmischung. Die ist vom lieben Andi, sein Kanal ploppt jetzt hier oben auf, den könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ob er die jetzt zum Verkauf bringt, das weiß ich nicht, stand jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr bei ihm auf dem Kanal geht, könnt ihr das ja verfolgen und dann wird sich da was tun. Aber es ist auch klar, ihr könnt natürlich jegliches Gewürz nehmen, was ihr möchtet und was zu Schwein passt. Alternativ dazu schreibe ich euch natürlich auch noch eins unten in die Videobeschreibung, dass ihr nachmischen könnt. Jetzt fangen wir aber erstmal an, indem wir uns hier unseren Schweinebauch nehmen. Normalerweise würden wir den jetzt nehmen und hier rautenförmig einschneiden am Anfang. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Das machen wir später. Wir müssen nämlich jetzt erstmal hier unsere Schwarte gescheit salzen, damit das Salz der Schwarte die Feuchtigkeit entziehen kann, und somit haben wir dann nachher auf dem Grill den Effekt, dass uns die Schwarte aufploppt. Das heißt, wir nehmen diesen jetzt erstmal raus. Dann nehmen wir uns das Salz, machen uns hier unten so ein Bett hin, so groß wie der Braten ist. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann nehmen wir hier unseren Schweinebauch und legen den mit der Schwartenseite nach unten erstmal hier drauf, drücken diesen schön an. Und so werden wir unseren Schweinebauch jetzt nehmen und nochmal für so circa 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank stellen. Nach knapp 4 Stunden sieht unser Schweinebauch hier so aus. Ich hoffe, man kann das hier einigermaßen sehen. Das Salz ist richtig schön feucht. Das heißt, es hat gezogen. Jetzt nehmen wir es runter. Ihr seht auch hier, das ist richtig feucht. Ich hoffe, man kann das hier einigermaßen sehen. Und hier unten auch. Jetzt werden wir uns Salz erstmal schön hier runterkratzen, weil das brauchen wir so erstmal nicht mehr. Das Salz ist jetzt von der Schwarte runter. Dann nehmen wir uns jetzt hier so ein Stück Küchenpapier und werden die Schwarte hier so richtig trocken reiben, dass auch der restliche oder das restliche Salz runter ist und diese auch trocken ist. Auch das wäre erledigt. Jetzt werden wir uns ein scharfes Messer nehmen und unsere Schwarte rautenförmig einschneiden. Darauf achten, dass er da wirklich nur die Schwarte trefft und nicht bis aufs Fleisch kommt oder ins Fleisch reinschneidet. Wer jetzt hier kein scharfes Messer hat oder nicht so scharfes Messer hat, der kann auch gerne einen Cutter nehmen. Das funktioniert auch hervorragend. Das machen wir jetzt auf jeden Fall komplett fertig, dann geht's weiter. Das wäre auch erledigt. Meine Frau hat mich gerade verbessert, hat gesagt, das sind keine Rauten, was du da reingeschnitten hast. Auf jeden Fall haben wir den jetzt so hier eingeschnitten. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen, dass das schön gleichmäßig ist. Jetzt werden wir den mit der Schwartenseite nach unten hier in die Konsis geben. Die holen wir uns dann hier hin. Und auf die Fleischseite, da werden wir jetzt ganz dünn Senf pinseln. Muss gar nicht so viel sein. Ist einfach nur Klebstoff für unsere Gewürzmischung. Da auch nicht die Seiten vergessen hier, nur halt die Schwarte nicht einschmieren. Nachdem dann das erledigt ist, nehmen wir uns hier unsere Gewürzmischung. Wie am Anfang schon erwähnt, ich nutze heute die Schweinebraten-Gewürzmischung von Oberpfalz Barbecue. Da werden wir dann jetzt anfangen, richtig schön was hier drüber zu geben. Okay, dann mal die andere Öffnung.
Da ist drin Kümmel, Majoran, Paprika, Salz, Pfeffer. Dann drücken wir das so ein bisschen an, auch hier zwischen, dass wir wirklich überall was dran haben. Dann können wir nehmen, das was abfällt, schon mal hier so an die Seiten tätschen. So schaut der Schweinebauch dann aus, nachdem wir ihn gewürzt haben. Das Gewürz, was jetzt hier oben dran gekommen ist, das habe ich so ein bisschen abgemacht. So ist er aber praktisch fertig für den Grill. Und diesen werde ich jetzt im Hintergrund starten. In der Zeit können wir das Fleisch hier stehen lassen. Dann können die Gewürze noch so ein bisschen einziehen. Aber wir sehen uns jetzt gleich am Grill wieder. Da wären wir dann am Grill angekommen. Die Kohlen sind gestartet. Eingeregelt habe ich den so Gambo, den wir heute wieder nutzen werden, auf rund 160 Grad. Mehr muss es auch nicht sein. An Kohlen nutze ich wieder von Best Charcoal EU mal eine neue Sorte. Das ist eine Mischung aus Akazie und Eukalyptus. Hat da einer Interesse dran? Den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Dazu dann auch den passenden Rabattcode. Da spart ihr 15%, wenn ihr bei denen im Shop kauft. Jetzt starten wir aber. Dazu werden wir den Grill öffnen. Dann werden wir hier unsere Schwedenschale nehmen mit der Erhöhung, wo unser Schweinebauch drauf liegt. In die Schale habe ich mich jetzt entschieden, ein bisschen Bier reinzumachen, dass wir so ein bisschen Feuchtigkeit drin haben, beziehungsweise wenn unser Fett runtertropft, dass wir hier unten keinen Fettbrand reinkriegen. Was ihr dafür Bier nehmt, das bleibt natürlich wie immer euch überlassen. Da ist aber jegliches möglich. Dann machen wir schnell wieder zu. Und dem geben wir dann gute 1,5 Stunden jetzt erstmal bei diesen 160 Grad. Und dann gucken wir uns das Ganze an, wie weit wir sind, messen mal im Kern und dann gucken wir, wie wir die Kruste gescheit hinbekommen. Gute 1,5 Stunden sind jetzt rum. Wir schauen uns den Bauch mal an. So, und wie man sehen kann, das sieht schon herrlich aus. Kruste fängt so langsam an aufzuploppen. Ist mir aber noch nicht genug, deswegen machen wir jetzt noch mal Trick 17. Dazu werde ich mir erstmal schnell die Handschuhe anziehen. Dann werden wir uns unsere Schale hier vom Grill nehmen. Und jetzt kommt Trick 17. Ich werde den Grill umbauen, werde die Deflektorplatten rausnehmen, dann die nächste Ebene rein und dann noch mal eine oben drauf und dann gucken wir uns das Ganze an und dann erkläre ich euch, was ich vorhabe. Dann wäre auch das geschehen. Ich habe alle Ebenen drinne. Jetzt werden wir uns hier unseren Schweinebauch nehmen und den einmal verkehrt rum hier oben mit der schwarzen Seite nach unten auf den Rost legen, dass er von unten richtig schön direkte Hitze bekommt. Nicht zu nahe, deswegen diese ganzen Erhöhungen. Da werden wir dann so alle 5 Minuten mal reingucken, wie sich das entwickelt. Aber ich denke, so werden wir eine richtige Plopkruste bekommen. Ich mache jetzt schnell wieder zu und dann gucken wir uns das gleich an. Die ersten 5 Minuten sind rum. Wir schauen mal, wie es aussieht. Oh, und ich würde sagen, das ist einfach nur der Oberhammer. Guckt euch diese Plopkruste an. Ich gebe dem jetzt noch mal auf der Seite hier so ein paar Minuten und dann sehen wir uns oben am Tisch zum Probieren. Boah, ist das geil. Unser Schweinebauch ist fertig und so sieht er aus. Und was soll ich sagen? Das ist bisher die geilste Plopkruste, die ich überhaupt hinbekommen habe. Sonst hat man es immer so ungleichmäßig an manchen Ecken. Kommt sie bei manchen, so wie hier jetzt, ist zum Beispiel auch wieder so eine Ecke, wo es nicht so gut gelungen ist. Aber ich denke mal, das hier, boah, das kann sich doch sehen lassen, oder? Und das nur, weil wir ihm hinterher verkehrt rum nochmal richtig eine auf den Arsch gegeben haben. Also, boah, ich muss mir was abschneiden. Und natürlich probieren. Nehmen wir hier so ein Stückchen, weil da haben wir Plopkruste bei. Oh, das Messer geht da durch wie durch Butter. Und ich hoffe, man kann es noch sehen. Er ist auch noch saftig wie Sau, aber ist ja beim Schweinebauch kein Thema, das nicht hinzubekommen. Dann machen wir uns hier jetzt 3 so Stückchen. Und dann schnell probieren, bevor meine Frau kommt, weil sonst ist die Plopkruste nämlich wieder weg.
Dann zum Wohl. Ich werde mal hier mit der Kruste anfangen. Es ist, als wenn man Popcorn isst. Mega mäßig. Die ist auch nicht so übersalzen, wie als wenn wir das jetzt machen würden. So einschneiden, dann salzen. Weil das ist immer das, was ich beim Schweinebauch halt so ein bisschen blöd fand, dass der dann so extrem salzig war. Aber so wie wir das hier gemacht haben, einfach nur mal 3 Stunden verkehrt rum aufs Salz gelegt, dann eingeschnitten und dann so zubereitet, ist das echt optimal. Jetzt habe ich noch ein Stück mit Gewürz. Oh. Also der ist butterzart, das schmilzt im Mund. Also Schweinebauch ist ja schon was richtig, richtig Geiles und geht eigentlich immer. Auch so, wie wir das jetzt hier gemacht haben, ganz puristisch, ein bisschen Gewürz dran. Aber das meiste, was mich flasht, ist diese geile Ploppkruste. Das ist echt der Hammer. Meine Frau, die liebt das so, aber ich habe es immer nicht so hinbekommen. Und jetzt hatte ich mir, wie gesagt, die Tage überlegt, probier es einfach mal so, weil du kannst in dem Sogambo richtig schön hochbauen und ihm dann direkte Hitze geben. Klar, wenn man das in der Kugel macht, wird es wieder schwieriger, weil ich weiß nicht, wie hoch man kommt, aber da kann man sich ja unten ein kleines Kohlebett machen, dann so hoch wie geht. Und das sollte auch gehen. Und ich denke mal, im Gasgrill ist das auch möglich. Aber so hier, mit so einer, also ich würde das nur noch so machen, das ist echt der Hammer. Ich bin wirklich sprachlos, dass das wirklich so geklappt hat, ohne zu verbrennen. So, dann aber noch zum Gewürz. Lieber Andi, ich muss dir echt sagen, das ist mega mäßig geil. Das ist wirklich so, wie wenn man in Bayern jetzt Schweinebraten isst, so wie ich es jetzt schon ein paar Mal beim Christian hatte, einfach nur der Hammer, dieser Geschmack, der Kümmel, der da drin ist und alles, was dann so immer vorsticht, der Majoran, das ist echt ein richtig, richtig tolles Gewürz. Hast du super zusammengestellt und ich hoffe, du bringst es auch auf den Markt, dass man sich das nachordern kann. Aber wenn nicht, denke ich mal, wirst du ja auch so mal ein Döschen für mich haben. Und alle anderen kann ich wirklich nur sagen, guckt bei ihm auf dem Kanal vorbei. Hier oben ploppt es auf, da geht er bitte hin, guckt seine Videos. Er macht das auch richtig mega. Dann natürlich noch in seinem, ja ich sag mal, oberpfälzerisch-bayerisch Akzent ist sehr gut anzugucken, macht richtig Laune und Spaß. Lasst ihm dann auch ein Abo da, er hat es wirklich verdient. So, dann wären wir für heute durch. Ich hoffe, das Video zu dem Schweinebauch hat euch gefallen mit dieser mega geilen Ploppkruste, in Anführungsstrichen sage ich mal, Trick 17. Dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, dann natürlich auch einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt das jetzt gerne hier oben nachholen, da ploppt mein Logo auf. Dann bitte Glocke aktivieren, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Und dann sage ich wie immer, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael, macht's gut. Ciao. Alter, hast du das gesehen? Ist das geil. Hammer. Ist, als wenn du Popcorn draufgeklebt hättest.